Tavernengeschichten. Die Suche nach den Zwergenartefakten. Kapitel 1. Der untote Zwergenwächter. Die wackelige Tür zu Stonehell knarrte, als sie sich langsam öffnete, und die Gruppe betrat die schattigen Gänge, die in die unergründlichen Tiefen des Berges führten. Der Steinboden war kalt und leicht feucht, und die Dunkelheit schien förmlich in die Felsspalten einzudringen. Die Fackeln, die Dornax und seine Begleiter Ber-Ai sich trugen, verbreiteten ein gespenstisches Licht, das die umliegenden Wände in schattenhafte Formen tauchte. Die eisige Kälte des Dezembers lag noch in der Luft, doch das Flackern der Fackeln schien einen Hauch von Wärme in den Gängen zu verbreiten. Dornax spürte die Aufregung in der Gruppe, als sie sich auf den Weg machte. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Abenteurern, angeführt von einem zwergischen Krieger namens Dornax. An seiner Seite bewegten sich Kyra und Lorelei, zwei beeindruckende Zwergenfrauen, die mit ihren geschickten Händen und starken Armen ebenso furchtlos wie beeindruckend wirkten. Die Gruppe war nicht nur auf der Suche nach Schätzen, sondern auch dem Geheimnis des Orakels auf der Spur, das irgendwie wieder aktiviert worden war. Dornax spürte die undeutlichen Zeichen des Orakels, als er seine Freunde durch die labyrinthartigen Gänge führte. Gabrielle Fuchs, seine Heuerlingsfrau, begleitete ihn mit treuem Blick, und die anderen, Puck und Margot, bildeten das Schlusslicht der Gruppe. Das Knistern der Fackeln und das gedämpfte Murmeln der Gruppe erfüllte die Gänge, als sie tiefer in das Herz von Stonehell vordrangen. Die magische Säule im Raum, von Silber und Gold umhüllt, wirkte wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Dornax konnte die Spannung in der Luft spüren, als sich die Gruppe um das seltsame Gebilde versammelte. Die Artefakte, die sie entdeckt hatten. Der glänzende Kelch, der funkelnde Edelstein und die morbiden Überreste des untoten Takari-Kriegers schienen eine Geschichte aus längst vergangenen Tagen zu erzählen. Ein zitterndes Lichtspiel begann, als Margot die magische Axt des Untoten schwang, die auf geheimnisvolle Weise auf die Anwesenheit von Kristallen und Salzen zu reagieren schien. Dornax überlegte, welche Rolle diese Artefakte in den kommenden Ereignissen spielen würden, während die Gruppe sich auf das Abenteuer vorbereitete. Doch plötzlich, als sie tief in die unerforschten Gänge eindrangen, spürten sie, wie die Zeit erstarrte. Der untote Zwergenwächter stand vor ihnen. Ein Relikt aus der Vergangenheit, das zum Leben erwacht war. Seine zerfallene Rüstung klirrte, als er sich in ihre Richtung wandte. Ein unheilvolles Knurren zerriss die Stille des Ganges, und die Augen des Untoten leuchteten in einem gespenstisch grünen Licht. Die Herausforderung, die auf die Gruppe wartete, war größer als alles, was sie bisher erlebt hatten. Dornax spürte das Adrenalin durch seine Adern pulsieren, als er dem untoten Zwergenwächter gegenüberstand und sich auf den epischen Kampf vorbereitete, der das Schicksal von Stonehell verändern würde. Kapitel 2. Der Geheimgang. Die Rüstung des untoten Zwergenwächters klirrte, als er bedrohlich auf die Gruppe zukam. Dornax spürte die Spannung in der Luft, als sich die Abenteurer auf den bevorstehenden Kampf vorbereiteten. Kyra zog ihren Bogen und legte einen Pfeil ein, während Lorelei ihre mächtige Axt umklammerte. Margot schwang entschlossen die glühende Axt des Untoten, bereit, sich der Herausforderung zu stellen. Der Kampf gegen den untoten Zwergenwächter war intensiv und fordernd. Seine Angriffe waren schwer vorhersehbar, und die Gruppe musste sich geschickt koordinieren, um den Untoten zu besiegen. Gabrielle Fuchs entfesselte ihre magischen Kräfte und schleuderte Blitzzauber auf den Gegner. Puck, der geschickt mit Wurfmessern jonglierte, versuchte, den Untoten aus der Distanz zu schwächen. Inmitten des Gemetzels spürte Dornax die Bedeutung der Artefakte, die sie zuvor gefunden hatten. Die glühende Axt, die auf die Nähe von Kristallen und Salzen reagierte, schien eine Schlüsselrolle im Kampf gegen den untoten Zwergenwächter zu spielen. Margot führte gekonnte Hiebe aus, während Dornax versuchte, den Untoten abzulenken und gleichzeitig seine Kameraden zu schützen. Die Fackeln flackerten wild und der Raum war erfüllt von den Geräuschen des Kampfes. Nach einem erbitterten Kampf gelang es der Gruppe schließlich, den untoten Zwergenwächter zu besiegen. Der grüne Schimmer in seinen Augen erlosch und die zerfallene Rüstung sank zu Boden. Die Abenteurer atmeten schwer, gezeichnet von der Erschöpfung des Kampfes. Dornax spürte den Puls des Sieges, aber auch die unruhige Spannung, die von der magischen Säule im Raum ausging. Nachdem der Untote besiegt war, richtete sich die Aufmerksamkeit der Gruppe auf den Raum selbst. Die mit Gold und Silber eingefasste Säule schien nun pulsierende Energien auszustrahlen.
Ein Gefühl des Geheimnisvollen lag in der Luft und die Abenteurer wussten, dass dies erst der Anfang war. Als jemand einen versteckten Hebel entdeckte und daran zog, öffnete sich eine geheime Tür. Die Gruppe trat durch die Tür und fand sich in einem anderen Teil von Stonehell wieder. Einem langen, schmalen Gang, der in die Dunkelheit führte. Die Fackeln erhellten kaum die dunklen Wände, die mit alten Relikten und verwitterten Zeichen verziert waren. Ein Gefühl von Ehrfurcht und Aufregung durchströmte die Gruppe, als sie diesen unerforschten Pfad betraten. Die Gänge schienen endlos zu sein und die Gruppe hatte das Gefühl, auf etwas Großes gestoßen zu sein. Die Wände waren mit alten Geschichten und Zeichen der Zwergenvorfahren geschmückt. Dornax, von unstillbarer Neugier getrieben, studierte jede Inschrift und versuchte, die Geschichten zu entziffern, die von Abenteurern und Helden vergangener Zeiten erzählten. Die Gruppe stieß auf ein vergessenes Heiligtum, das von den Zwergenvorfahren erbaut und beschützt wurde. Hier fanden sie nicht nur Relikte der 5 großen Zwergenstämme, sondern auch eine seltsame Kombination aus Silber und Gold, die die Säule im Raum umgab. Eine magische Aura schien den Raum zu durchdringen und Dornax spürte, dass dies der Schlüssel zu weiteren Geheimnissen von Stonehell sein könnte. Die Entscheidung stand bevor. Sollten sie weiter in die unbekannten Tiefen vordringen oder sich mit den bereits erbeuteten Artefakten zufrieden geben? Die Gruppe versammelte sich um die seltsame Säule und Dornax, der seine Gefährten musterte, wusste, dass dies erst der Anfang einer epischen Reise war. Stonehell barg mehr Geheimnisse, als sie sich je hätten vorstellen können, und die Abenteurer waren fest entschlossen, die Rätsel dieser unterirdischen Welt zu lösen. Kapitel 3: Das Geheimnis des Orakels. Getrieben von der Entschlossenheit, die Geheimnisse des aktivierten Orakels zu lüften, setzte die Gruppe ihre Erkundungen in den Tiefen von Stonehell fort. Der schmale Gang, der sich vor ihnen erstreckte, führte in immer weitere unterirdische Kammern, deren Wände mit alten Geschichten und verwitterten Symbolen geschmückt waren. Neugierig las Dornax jede Inschrift auf der Suche nach Hinweisen auf den Ursprung des Orakels. Das Geheimnis der magischen Säule hallte noch immer in den Gedanken der Abenteurer wider. War diese Säule der Schlüssel zu den Geheimnissen von Stonehell? Mit jedem Schritt spürte die Gruppe, dass sie tiefer in die Geschichte dieses Ortes eindrangen und dass ihr Schicksal enger mit der Magie verknüpft war, die hier schlummerte. Auf ihrem Weg durch die unterirdischen Gänge stießen sie auf versteckte Hinweise, die das Rätsel des Orakels zu erklären schienen. Alte Schriften und geheimnisvolle Symbole erzählten von uralten Zwergenritualen und der Macht, die in den Tiefen von Stonehell ruhte. Dornax konzentrierte sich auf die Fragen, die ihn beschäftigten. Wer hatte das Orakel erschaffen? Welche Gaben verlangte es? Die Gruppe stieß auf eine Kammer, die reich an Zwergenreliquien war. Stolz standen die Statuen der 5 großen Zwergenstämme in einem Raum, der mit einer seltsamen Mischung aus Silber und Gold ausgekleidet war. Hier fanden sie einen Schrein, der den Ahnen gewidmet war, und spürten die Präsenz der Vergangenheit in jedem Winkel des Raumes. Plötzlich fiel der Blick der Abenteurer auf eine markante Säule, die von Silber und Gold umgeben war und eine Aura von Macht und Geheimnis ausstrahlte. Vorsichtig trat Dornax näher und studierte die Symbole, die in das Metall eingraviert waren. Es schien, als sei diese Säule der Schlüssel zu den Antworten, nach denen sie suchten. Als jemand aus der Gruppe einen verborgenen Hebel entdeckte und daran zog, durchflutete ein gleißendes Licht den Raum. Die magische Säule begann zu pulsieren, als würde sie sich mit den verborgenen Kräften von Stonehell verbinden. Ein leises Zischen ertönte und eine geheime Tür öffnete sich und gab den Weg in einen weiteren Raum frei. Die Abenteurer traten durch die Tür und fanden sich plötzlich in einer Halle wieder, die in gleißendes Licht getaucht war. Hier offenbarte sich ein weiteres Geheimnis von Stonehell. Eine riesige Plattform erstreckte sich vor ihnen und in der Mitte thronte der uralte steinerne Kopf, der das Orakel darstellte. Seine Augen leuchteten geheimnisvoll, als warte er auf die Abenteurer. Um den steinernen Kopf herum waren verschiedene Artefakte und Reliquien angeordnet. Edelsteine, seltsam geformte Amulette und kunstvoll gearbeitete Schalen bildeten ein Muster, das von der Magie des Orakels durchdrungen schien. Die Gruppe spürte, dass sie sich endlich dem Kern des Rätsels näherte. Dornax trat vor und begann, die Artefakte zu studieren. Die Frage nach der Entstehung des Orakels trieb ihn an. Wer hatte diesen mystischen Ort erschaffen und warum?
Die Antworten schienen in den Artefakten selbst zu liegen und die Gruppe begann, die Verbindung zwischen den gefundenen Relikten und dem Orakel zu verstehen. Während die Abenteurer versuchten, das Rätsel zu lösen, ging plötzlich ein Vibrieren durch den Raum. Der steinerne Kopf erwachte zum Leben. Seine Augen leuchteten intensiver und eine geisterhafte Stimme ertönte, die in den Köpfen der Abenteurer widerhallte. "Die Prüfung beginnt", flüsterte die Stimme, und ein magischer Schimmer erfüllte den Raum. Die Gruppe erkannte, dass die wahre Herausforderung noch vor ihnen lag. Das Orakel hatte sie auserwählt. Und nun waren sie Teil einer Prüfung, deren Ausgang über die Zukunft von Stonehell entscheiden würde. Mit einem Gefühl von Ehrfurcht und Spannung setzte die Gruppe ihren Weg durch die Mysterien von Stonehell fort, fest entschlossen, die Geheimnisse zu lüften, die tief in den Eingeweiden dieses uralten Ortes verborgen waren.